Aber die Bilder, damit hat das, ne? Das Bild kenne ich, das ist auf Pinewood Drive. Das Bild kenne ich. Okay. Aha. Aber ganz ehrlich, der mag das Gebäude. So, dafür wird wahrscheinlich die Hausfrau sein. Was ist das? Was ist das für ein komischer Schatten? Warum leuchtet die Wand so komisch? Aha, okay. Ich schau mal weiter. Oh, das sieht schön aus. Ich will auch so eine Tapete zu Hause haben. So. Noch ein Bild. Könnte eine Scheune gewesen sein. Wer bist du? Alles wieder dunkel. Was sind das bitte für kuriose Bilder? So, jetzt habe ich das Bild dreimal gesehen. Oh. Die Maria mit Jesus, der vom Kreuze genommen worden ist. Sehr schön. Gut. Wir waren jetzt hier oben, aber ich will hier oben noch nicht hingehen. Wir gehen jetzt erstmal wieder runter. Und können wir die anmachen? Nein. Tick. Tack. So, schau mal. Okay. Aber die Statue wird so komisch beleuchtet da vorne. Hallo, Statue. Machst du was? Die macht nichts. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Okay, hier können wir nach draußen gucken. Das ist. Ist es schon da hinten? Ne, das ist eine andere Seite, ne? Ah, du bist doch die Statue, die trotzdem. Nein? Gut, dann gehen wir mal hier rein. Erste Tür. Okay, erste Tür. Ich höre schon wieder eine Uhr. Schalter nicht da. Zum ersten Mal muss ich keine Streichhölzer sammeln. Da bin ich schon mal ganz zufrieden drüber. Okay, die Türschränke können wir nicht öffnen. Yucca-Palme. Oh, ein Zettel. Es gibt sicher viele Dinge, die ich auf meinen vielen Reisen gelernt habe. Eines davon war die Tatsache, dass es immer noch viele Dinge gibt, die die Wissenschaft bis heute nicht erklären kann. Es gibt sogar Dinge, die sich nur im Licht einer Flamme zu erkennen geben. What? Also das ist mein Schatten. Okay. Tick, tack, tick, tack. Die Tür verschlossen. Finde den passenden Schlüssel. Ah. Okay, gehen wir mal weiter. Finde den passenden Schlüssel. Ja, ich denke, du wolltest nicht mit so vielen Schlüsseln wieder arbeiten. Okay. What the fuck, Alter? Pfui. Was sollte dieser Lichteffekt? Batterien. Brauchst du nicht eine Taschenlampe?
Das Bild ist gruselig. Ich komme schon seit Tagen nicht mit meiner Arbeit weiter. Vielleicht würde mir ein Perspektivwechsel mal wieder helfen. Okay. Kein Licht. Okay. Bevor wir da weitergehen, gehen wir mal hier hin. Was war das? Also irgendwas ist ja passiert, aber was war das? Kam da eine Maus raus, eine Ratte, ein Pferd, ein Elefant? Oh, Streichhölzer! Ah, schon wieder Batterien. Schraubenzieher. Streichhölzer! Ach, du hast schon bereits 10 Streichhölzer. Creature Enter. Aber ein komischer Effekt. Seht ihr das? Und so dem Glas da, diesen komischen Effekt. Wie ist das komisch? Naja, gut. Oh, ho, 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 ho. Holy moly. Sichel über der Tür. Das ist meistens, also wenn das Ding runterkommt, bin ich tot. Bleib da hängen. Ist doch ein Lichtschalter. Was ist das? Ist auch so ein komischer Fleck. Okay. Was können wir in den Raum hier machen? Nix. Kann ich dich abfackeln? Nein. Kann ich dich abfackeln? Nein. Was war das? Was war das? Okay. Naja. Und dann? Ach, das ist das. Ich laufe hier durch Mäuse fallen. Wie soll mich erschrecken? Ja, die habe ich aber gesehen. Ah, verschlossen. Aber was sind das? Ich bin also auf eine Mäusefalle getreten vorhin. Okay. Dann gehen wir mal raus und machen mal draußen die Kerzen an. Wahrscheinlich.
Okay, wir haben die Kerzen jetzt angemacht. Oh, ich krieg Hunger. Dann machen wir mal hier das Licht jetzt aus. Hab keinen Plan, was es jetzt bringt. Na gut, wird schon seinen Grund haben, warum das so ist. Dann gehen wir mal jetzt hier oben rein. Für den passenden Schlüssel. Ey! Ja, dann. Moment. Da müssen wir doch mal. Das schreiben wir uns mal auf. So. Na? Guckst du da hin? Also, na. 1, 4, 8. Okay. Haben wir uns aufgeschrieben. 1, 4, 8. Okay. Es ist weg. Aber für was brauchen wir die Zahlen? Das ist jetzt mal interessant zu wissen. Ich habe nicht nirgendwo gesehen, wo ich die jetzt eingeben müsste. Gehen wir hier nochmal rein. Kann ich mit dem Globus noch fahren? Nö, kann ich jetzt hier? Nein. Damit machen wir es. Nein. Nein. Müssen wir da was umstellen? Auch nicht. Hier immer noch verschlossen. Wieso falle ich eigentlich zum zweiten Mal auf diesen blöden Wecker rein? Immer noch keine Taschenlampe. Aber hier kann man auch nichts machen. Bilder tun auch nichts zur Sache. Da haben wir angemacht. Oh. Konnten wir hier was machen? Und den, was ist das eigentlich? Ofen? Kann das ein Ofen sein? So. Aber hier ist auch nichts. Kann man hier eine Kerze anmachen? Nein. Okay. Das war irgendwie sowas von klar. Das musste ja irgendwie passieren. Irgendwo. Aber da ist ein Schlüssel. Zumindest ein netter Schlüssel hat er da gelassen. Dann können wir mal gucken, wo es jetzt reingeht. Das Ding wird mir bestimmt irgendwo nochmal auflauern. Ich hab das in Urin. Siehe da. Siehe da.
Du standst nämlich noch nicht da, wo ich hier reingegangen bin. Definitiv nicht. Mutter Maria, ja. Don't blink, ne? Don't blink. Okay, wir haben... Oh, Darwin! Nein. Hallo Sarah. Wie ich sehe, hast du den Schlüssel zum Haus gefunden. Okay. Um es dir aber nicht zu einfach zu machen, habe ich dir noch eine Reihe von Rätseln hinterlassen. Mit diesen Rätseln sollst du mir ein letztes Mal beweisen, dass du meines Erbes auch würdig bist. Ich hoffe, dass du auch diese letzten Hürden meistern wirst. Schau dich dazu immer in den einzelnen Teilen des Hauses genau um. Wenn du genau hinschaust, wirst du sicher herausfinden, was du machen musst, um den nächsten Teil des Hauses zu erreichen. Ich wünsche dir viel Glück. Oh, und da haben wir auch direkt den nächsten Schlüssel. Wir sollen uns alles genau angucken, okay? Oh, da steht Wein. Also die Bilder sind schon ein bisschen spooky, ne? Also muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hallo Maria! Voller Gnaden! So, gehen wir mal weiter. Hier, ich gehe mal davon aus, dass der Schlüssel mich jetzt hier hinführt. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber wir testen es mal. Nee. Okay. Dieser Schlüssel führt mich nicht dahin. Dann gehen wir mal wieder raus nach oben. Und ich habe, entweder war das meine Schritte oder die Schritte von irgendwas, was mir folgt. Ich will auch gar nicht wissen eigentlich. So eine halbe Stunde dürfen wir noch. Dann muss ich leider schon wieder aufhören. Ob ich das leider finde, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich aufhören muss. Hört ihr das? Ihr hört. Das sind nicht meine Schritte. Ich höre hier irgendwie. Das sind meine Schritte. Aber Alter, heute knarren ja, ne? Immer ganz komisch. So. Der Schlüssel müsste dann jetzt also hier reinpassen. Was? Auch nicht! Habe ich unten eine Tür vergessen? Danke. Okay, das ist die erste Tür. Da waren wir drinnen. Das ist die zweite Tür. Die haben wir vorhin aufgeschlossen. War die verschlossen? Na, das ist das mit dem Weckerraum. Der Weckerraum ist nicht lustig. Der Weckerraum war nicht lustig. So, gehen wir mal hier gucken. Das ist der... Das war die, wo die Streichhölzer sind und Dings. Ah, ich weiß, wo ich hin muss. Hier war doch, ja genau, in den Globusraum. Hier war eine Tür. Da hat's gepasst, siehste, haha. Was ist das für ein merkwürdiger Schatten? Meine Fresse ist der groß. Okay, was haben wir hier? Was ist das? Kann man da was machen? Ein Safe. Da haben wir ja die Zahl mitbekommen, ne? Achso, müssen wir das über den Nomen-Locket machen? Okay. 1, 4, 8. Taschenlampe.
So, jetzt schmeiße ich mich mal wahrscheinlich selbst raus.